begrüßen Sie sehr, sehr herzlich einen der renommiertesten und besten deutschen Regisseure, Dominik Graf. Genau, Dominik, also wir, 2011 hat Patrick Horn ihn hierher geholt zu der Werkschau und seitdem hat er auch uns sehr geholfen, als wir dieses Kino hier, das ist mit ihm eröffnet worden so quasi, er war der Ehrengast damals, dieses neue in den Kinosaal 2016, er war nochmal da bei den geliebten Schwestern, den wir ja auch nochmal sehen können im Kinofest. Ich hätte auch lauter Filme von dir nochmal gezeigt, aber diesmal wollte ich dir eine Carte Blanche geben für heute Abend. Also nochmal vielen Dank für alles, was du, also er hat auch unseren Bürgermeister und seinen damaligen Ulrich Mali sehr beeindruckt. Er hat ein wunderbares Video gemacht, das wir immer wieder einsetzen, wenn wir politische Schwierigkeiten kriegen. Aber sobald sie deine Worte hören, sind sie alle begeistert. Und auch die Kollegen vom Com-Kino, die ist halt sehr zugetan mit ihrem großen Archiv und ihren dem Genre-Kino zugewandten Veranstaltungen. Ja, danke dir nochmal. Gerne, gerne. Ich. Also wir wollen es jetzt am Anfang relativ kurz halten. Ich fühle mich natürlich schon ziemlich geehrt, dass ich hier in dieser Reihe von illustren Gästen auch hier mit einem Film vertreten sein darf, nicht nur mit einem eigenen, sondern mir auch selber einen aussuchen durfte und habe mir ein relativ seltenes Exemplar ausgesucht, der aber doch irgendwie die heiße Spur von Arthur Penn, der doch eigentlich ein ganz großer Detektiv, Privatdetektivfilm der Zeit ist, in der er entstand, 1975, der aber nie so richtig irgendwie ans Licht der Öffentlichkeit gekommen ist. Ich habe den 1985 das erste Mal gesehen, also 10 Jahre nach seinem Entstehen, da hatte ich mir gerade den ersten VHS-Player gekauft. Und der kam irgendwie nachts, ich hatte noch nie von dem Film gehört, dass es den überhaupt gab und habe ihn, weil ich den guten Vorsatz hatte, Bänder zu sparen, auf Longplay aufgenommen. Und das hatte zur Folge, dass Longplay, also das war zwar sparsam, aber da zogen dann so die Töne so nach einer Weile immer so nach, sodass das ist gerade bei dem wunderschönen von Michael Small komponierten Filmmusik mit den Vibraphontönen wirklich manchmal sehr schädlich gewesen. Egal, also ich habe den mir lange angeguckt, es blieb dann auch nicht bei den wenigen VHSen, sondern am Ende waren es 300, da hätte ich ihn auch ohne Longplay aufnehmen können, auch egal. Ich habe mir dann irgendwann eine VHS gekauft, es gab dann eine deutsche, ich bin stolzer Besitzer von 3 dieser VHSen, weil immer wenn ich einen Film ganz toll finde, muss ich ihn mir in dreifacher Ausführung kaufen, falls mal einer kaputt geht oder so. Ja. Und er war für mich eine totale Überraschung, weil er hat sozusagen einen Bruderfilm, das ist der Long Goodbye von Robert Altman von 1974. Beides total innovative Filme, die sich mit diesem alten Genre Detective Movie nochmal ganz neu auseinandergesetzt haben. Im Fall von Penn immer auch stark politisch, Sie werden das sehen, hören. Und ich glaube, dass das ein ganz besonderes Exemplar seiner Zeit ist. Wir reden dann nachher noch mal ein bisschen drüber. Ich habe, das muss ich noch dazu sagen, als Fußnote extra gebeten, dass die deutsche Synchronfassung abgespielt wird. Und wie ein Wunder gab es dann tatsächlich eine Kopie mit deutscher Synchronfassung, weil ich gerne hinterher, wenn wir dann ein bisschen genauer reden, zu der sehr verfluchten Kunst des deutschen Sprachsynchrons ein paar Dinge sagen wollen würde. Und die kann man anhand dieses Films ganz besonders schön. Du hast ja auch schon angedeutet am Anfang, auch das mit der Synchronsprechern zu den Schauspielern. Ja, also ich habe den Film jetzt wirklich zum ersten Mal in meinem Leben auf der Leinwand gesehen und man muss ja wirklich sagen, das ist eine totale Männerkatastrophe. Das ist wirklich die Gesellschaft der Amerikas auf einen Punkt gebracht, der ist schon wirklich erstaunlich. Also es war auch so, dass Arthur Penn nach Little Big Man, der ja doch sehr aufsehenerregend war, lange Zeit keinen neuen Stoff gefunden hat und gehadert hat. Und dann ist er über dieses Drehbuch gestolpert, mehr oder weniger, hat da auch lange
mit dem fantastischen schottischen Autor Alan Sharp. Der hat auch einen Robert Aldrich-Film geschrieben, den Ulzanas Last Raid. Endlos an dem Drehbuch rumgeschrieben, bis er sich endlich entschlossen hat, das zu machen. Und er, also seiner Aussage nach, war, das sollte das eben nicht nur das, was William Goldman mal Just a Detective Movie genannt hat, werden, sondern es sollte auch eine politische Aussage werden, gewissermaßen. Und auf dieses Betreiben hin kamen dann diese Dialoge über die Kennedys und so weiter in den Film. Aber also dass das jetzt doch mit all dem Abstand 1975, das sind jetzt fast 50 Jahre, dass das doch irgendwie eine totale irgendwie Analyse eigentlich der amerikanischen Gesellschaft nach Watergate, nach Kennedy ist, das ist schon jetzt irgendwie noch deutlicher zu erkennen. Okay, jetzt zu der Frage. Also ich, wie gesagt, ich habe den Film 10 Jahre nach seinem Erscheinen, ich weiß nicht, ob der in Deutschland überhaupt gelaufen ist, also ich glaube, er war wirklich nur im Fernsehen, wurde dort auch synchronisiert und dann eben auf der vorhin gezeigten VHS zu haben. Was mich umgehauen hat, war sozusagen, das war bei mir in so einer Phase, als ich mich entschieden hatte, meine ganzen Kunstambitionen von der Filmhochschule irgendwie ad acta zu legen und eben Polizeithriller zu machen. Also ich hatte bis dahin schon ein paar Fahnder gedreht, das war damals diese Serie, die ich 83 angenommen hatte und habe auch einen Götz-George Schimanski gedreht damals und dann kam mir dieser Film fast wie eine Bestätigung plötzlich hinten drauf, dass in einer solchen gnadenlosen Härte eigentlich nur im Polizeithriller oder hier im Detektivthriller eine Stimmung, eine Zeit, ein Stimmungsbild einer ganzen Gesellschaft irgendwie so abgebildet werden kann. Und natürlich habe ich ihn damals im Fernsehen auch nicht im Original gesehen, sondern es war natürlich auch diese Synchronisation. Und was mir so aufgefallen ist, dass an diesen wahnsinnig guten Dialogen, also die sind wirklich teilweise grandios, bis zu Harry meint, wenn du ihn nochmal Harry nennst, dann steckt er dir die Katze ins Maul. Das ist aber auch nicht üblich in deutschen Filmen, solche Dialoge. Die waren damals aber schon sensationell, dass die deutschen Schauspieler, Horst Niendorf hat den Gene Hackman synchronisiert, wirklich da zu einer Form aufgelaufen sind, mittels dieser Dialoge, mittels dieser Stimmungen. Ich habe auch nie wieder einen deutschen Schauspieler so, wie das, wenn Melanie Griffith da irgendwie, die war damals übrigens 14, neben ihm. Das war unglaublich, ich habe die ganze Zeit versucht, sie zu erkennen, ne? Wie sie gespielt hat. Wenn er da neben ihr liegt und sie sagt, ja, du bist okay, und dann sagt er in einer Art und Weise, wie ich das noch nie aus Deutschland gehört habe, ja, ich bin ein Ass, ich kann das nicht nachmachen, aber das hat mich immer, also jetzt auch wieder heute wirklich war. Also es ist einfach grandiose Sprechkunst gewissermaßen. Und die Idee war natürlich, dass man, wenn man hörte, was die deutschen Schauspielerinnen und Schauspieler in den Synchronstudios abliefern konnten, wenn sie gefordert waren, also auch französische Filme, in denen sie mal ein bisschen schneller sprechen mussten und so weiter, die waren ja alle immer noch eigentlich auf Theatergrund, also was die dann irgendwie können. Und das hat mich also gerade bei dem Film total davon überzeugt, dass man solche Dialoge, so eine Sprache und auch so eine Art von, es ist ja schon sehr gnadenlos irgendwie in der also jede Figur, vor allem die Männerfiguren, sind wirklich ein totaler Desaster irgendwie. Und das so hinzubiegen war in Deutschland, glaube ich, also 75 sowieso nicht, noch gar nicht, es hatte sich noch gar nicht herumgesprochen, was wir eigentlich für katastrophale Gesellschaften haben. Also das, aber übertragen hätte man es auf Deutschland eben auch können. Und das haben wir dann ein bisschen in den 80ern versucht. Aber also ich kann auch diese wunderbare Geschichte erzählen, weil die ist ja wirklich völlig crazy. Das wird Ihnen ja aufgefallen sein, dass die am Anfang in einen Eric Romer-Film gehen. Genau. Und dass die dann Roma sagen mussten, weil natürlich Gene Hackman das wahrscheinlich verachtend langgezogen hat, dieses Roma, und dann konnte auch der Niendorf nicht das im Synchronstudio enden und sagen Romer, wie es ja eigentlich heißen müsste, sondern musste sich an die Amerika. Ich habe noch nie einen Roma-Film, oder ich habe mal einen Roma-Film gesehen.
Das ist wirklich legendär. Also das ist aber auch dann, wahrscheinlich war Ihnen das selber ein bisschen peinlich, aber was sollten Sie machen, die Vorgabe? Ja, aber auch die ganzen Bezüge, also auch Film, ne? Also so, das kann ja nur langweilig sein oder so, oder die Farbe dran trocknet sie. Ja, das ist einer der härtesten Sätze, die je über Eric Rohmer gesagt wurden. Und ich habe mich immer gefragt, ob Arthur Penn eigentlich wirklich dieser Meinung war. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Eigentlich hat er sich doch immer an am Autorenfilm, ja, am europäischen Autorenfilm orientiert. Vielleicht hat Alan Sharp, das war ja doch auch ein ziemlich hart gesottener Drehbuchautor, vielleicht hat er das geschrieben und irgendwie fand Penn das dann irgendwie, naja gut, zu der Figur passt das irgendwie, was soll der schon mit dem Roma-Film anfangen? Ja, das... Du wolltest auch was lesen, ne? Also nochmal. Ja, das ist eine Geschichte, die ich wirklich, also das ist im Grunde nochmal eine Wiederholung dessen, was ich gerade eben versucht habe zu sagen, dass eben dieser berühmte Dialog mit dem Kennedys und weil, also mit der Antwort dann am Ende, warum haben sie mich das gefragt, weil darauf jeder eine Antwort hat. Das ist schon ziemlich gut. Also habe ich mir mal aufgeschrieben, so, ja, jeder damals lebende Amerikaner sicher. Und wenn das dann eine deutsche Frauenstimme und eine deutsche Männerstimme sagen, die beide gelassen die Untiefen dieses ziemlich brillanten Dialogs von Alan Sharp auszukosten scheinen, dann ergibt sich dabei ein nicht zu unterschätzender Nebeneffekt für uns. Die deutschen Schauspieler nämlich, die in den Synchronrollen ausländische Geschwindigkeit, Französisch, Screwball-Tempo und so weiter, Kühle des Ausdrucks, vor allem runternehmen, die Sachen irgendwie kleiner machen, als sie vom Dialog her zunächst scheinen, sehr trocken irgendwie Kühle des Ausdrucks, Intelligenz der Dialoge üben konnten zu bewältigen, die klangen eben ganz anders als in ihren deutschen Produktionen, so wie ich es eben gerade gesagt habe. Man könnte auch sagen, sie zeigten damit, was sie wirklich können könnten und inspirierten ihrerseits damals wiederum uns, die dann eben Americano und Franco und Italo, vielen, vielen Jungspundregisseure der 80er, um sie, die SchauspielerInnen in dem Fall in unseren Filmen, auch auf dieses Tempo, auf diese Beiläufigkeit des Tons hin zu inszenieren. Und ob das nun alles letztlich dann gelang, und bei uns eine andere Spracharbeit nachhaltig inspirierte, da bin ich mir heute gar nicht mehr so sicher. Die deutschen Schauspielermoden haben sich ja inzwischen vom temporeichen, unbetonten, normalen Sprechen, das es in den 80ern mal kurz gab und auch von sehr gut geschriebenen Dialogen in Deutschland, also Westdeutschland, wieder stark zum Theatralen hin zurückentwickelt und vor allem, es ging ja auch darum, bitte erstmal solche Dialoge zu schreiben. Da liegt vielleicht auch der Kern des Problems. Das deutsche Fernsehen und Kino hat inzwischen, bin ich der Meinung, das wäre jetzt mein Schlusssatz zu dem Thema, inzwischen die schlechtesten und einfallslosesten Dialoge weltweit. Und das war aber eine Weile lang kurz anders. Das auf jeden Fall. Wie du gerade gesagt hast, das hat auch dann Nachwirkungen gehabt auf dein eigenes Film und auch im Umgang mit den Schauspielern selber. Ja, sehr stark. Also die Inszenierungsformen sind schon bei mir zumindest und ich behaupte mal in meiner Generation, also der Nachautorenfilmer, komplett irgendwie davon von diesen Filmen beeinflusst und auch der gnadenlose Existenzialismus, der da drin herrscht. Also dieses am Ende irgendwie fährt das Boot im Kreis, und dann entwickelt sich die sehr melancholische Musik auf einmal zu so einem irgendwie, da könnte man drauf tanzen am Ende, oder denkst du mir, was ist das? Ist das jetzt die Abwandlung von Camus, irgendwie wunderschöne Gleichgültigkeit der Welt sozusagen angesichts der Katastrophe, das ist dann die amerikanische Form davon, von Existenzialismus. Also mich hat der Film damals, und jetzt habe ich ihn ja wieder zum ersten Mal richtig groß gesehen, immer wieder enorm, enorm beeindruckt, weil er um alle Gefahren, die er hätte, also sexistisch zu sein, insofern rumschifft, als er die Männer, die so dummes Zeug vor sich hinreden, auch in dieser Bar irgendwie, hat man ja das Gefühl, dass man wirklich sich schämt. Ja? Also das sind wir. So werden wir, so sind Männer, so benehmen die. Das ist ja wirklich, geht da bis auf die Knochen, blamiert gewissermaßen.
Und der Film holt da aber natürlich auch seine große Keule aus und die trifft dann eben, wie ich vorhin schon sagte, letztendlich wahrscheinlich die gesamte amerikanische Gesellschaft dieser Zeit. Ja, also die, da ist ja auch festgestellt, dass bei Genrefilmen das man noch mehr sieht, also so ein Gesellschaftsbild, so ein Spiegelbild auch der Zeit. Aber trotzdem, der auch wirklich heftige, die tauchen ja dann eher auch als Tragikfiguren auf. Ne? Die in den Männern sind wenig, aber auch Frauen auch sind in den Filmen, also wie Gesellschaft. Also die Mutter, die also auch selbst die Geliebte, also die machen ja alle auch kein gutes Licht lassen, die hinterlassen. Naja, die wirken natürlich schon auch sehr, also das sind diese vier wirklich grandiosen Frauenrollen, wo man ja das Gefühl hat, die haben gar keine, wie er das auch sagt, zu der Mutter, als sie da besoffen im Garten liegt, irgendwie, die hat ja gar keine echte Chance gehabt. Mhm. Ja. Das heißt, wenn man sozusagen, die antwortet ja dann auch, wann waren sie, wie meine Kindheit ausgesehen hat. Mhm. Also man kriegt ja wirklich einen Eindruck von, Frauen hatten einfach keine Chance in dieser Männergesellschaft, die selber dann zu tragischen Figuren mutieren, wenn sie an ihrem eigenen Größenwahn und in ihrem Wahnsinn irgendwie zugrunde gehen. Klar. Und ziehen die Frauen dann auch noch mit. Also ich finde auch, was wirklich besonders ist nochmal, neben allem anderen, ist natürlich auch die Art und Weise, wie neben der Hauptgeschichte, neben dem sozusagen Plot, diese Ehegeschichte erzählt wird, ja, die gewissermaßen ja dann auf ein fast, glaubt man schon, Happy End hingehen könnte, weil sie sagt dann mit Susan Clark den schönen Satz, das habe ich mir so gewünscht, wir sind jetzt so weit schon gekommen, dass er einmal den Mund aufgemacht hat und über seinen Vater geredet hat und so weiter. Und da spürt man ja den ganzen tiefen psychologischen Saft hinter der Geschichte. In den USA, glaube ich, war es kein so großer Erfolg wie jetzt Bonnie and Clyde von ihm oder Little Big Man oder so. Aber, also da muss man natürlich dazu sagen, 1975 war das Jahr, wo die Blockbuster kamen. Ne? Also Jaws und auch, ich glaube, auch der erste Lucas-Film. Und da wurden natürlich ganz andere Zahlen aufgerufen. Da war dann irgendwie das bisschen, was der Film eingespielt hat, was vorher vielleicht noch so eine leichte, ja gut, ist jetzt nicht ganz schief gegangen Haltung beim Verleiher irgendwie oder beim Produzenten hatte, bedeutete, das ist ja gar nichts mehr. Und das ist auch das, was der William Goldman meinte mit seiner Bemerkung über die Detective Movies. Er hat ja selber einen geschrieben, und zwar den ersten, Harper hieß der. Das ist die Figur, die eigentlich von Ross McDonald geschrieben ist, die eigentlich Lou Archer heißt. Spielt auch da, Kalifornien, L.A., Frisco. Und da sollte Paul Newman den ersten spielen. Und Paul Newman hatte damals irgendwie ein Faible für, dass seine Namen durften nur mit H anfangen. Das war so ein Glücksding irgendwie so. Und dann musste der eben umbenannt werden in Harper. Und den hat der William Goldman geschrieben und hat in einem sehr tollen Audiokommentar dazu, das eigentlich ziemlich genau analysiert, dass schon dieser erste Harper, 66, 67, also noch 10 Jahre vor den Blockbustern, eigentlich schon pure Nostalgie war. Am deutlichsten sieht man es in dem vorhin schon erwähnten Long Goodbye von Altman, der das ganze Ding ja mutiert hat in eine irgendwie... Elliot Gould läuft rum wie in den 40ern, würde ich mal sagen, und der Rest ist Kalifornien Hippie, 70er, und durch diese Zeitverschiebung dem Film schon so einen seltsamen Anstrich gegeben haben von, ist ja eh lange her, aber da läuft jetzt dieses Elliot Gould-Gespenst irgendwie durch L.A. und sucht nach, ist der Einzige, der nach Gerechtigkeit sucht. Das hatte dann auch eine Weile lang sowas, dass diese ganzen, gab ja damals wirklich noch relativ häufig noch Detektivfilme, wie man die nannte, dass diese Figur des Detektivs wirklich zu einem letzten Ritter irgendwie der Wahrheitssuche in der Gesellschaft irgendwie wurde. Selbst die Cops, also wie man denke an Clint Eastwood und Dirty Harry oder so, waren ja dann auch nur noch Wilde. Aber der Detektiv bekam in Amerika noch sehr lange noch so eine Aura von... Der sticht irgendwie, der sucht in dem Heuhaufen nach der Nadel und sucht und findet dann doch irgendwie eine grundsätzliche Wahrheit, auch wenn alles genauso schief geht wie jetzt hier in diesem Film.
Das ist ja auch das Philosophische, was dann zum Schluss, wie du es schon gesagt hast, das Absurde und gleichzeitig ja, ist es was viel Elementareres. Genau. Das ist ja auch im Angesichts des Verbrechens ist mir jetzt gerade in den Kopf gekommen, zum Teil. Also so Sachen, wie du mit dem Genre umgegangen bist dann später oder wie du halt mit Schauspielern auch arbeitest. Also das ist so sehr also dass das halt eine ganz andere Geschichte hat als so das normale mit Krimis hier umzugehen in Deutschland damals. Ja, das kam natürlich dann, also fast zeitgleich mit 1985, also ab 83 bin ich halt auch hatte ich das Glück auf Autoren zu stoßen, ja, die in der Lage waren, solche Sachen ähnlich wie das auch zu schreiben. Und das und zu den Dialogen und den Konstellationen, die dann irgendwie schufen, kam dann gleichzeitig meine Sehnsucht, die Schauspieler einfach anders zu inszenieren, als sie bis dahin in Westdeutschland, zumindest in diesen Filmen, aufgetreten sind. Aber du bist ja wirklich auch ein sehr vielseitiger Regisseur. Also du arbeitest sowohl für das Fernsehen als auch für das Kino. Und also wir haben hier den wunderbaren Dokumentarfilm Jeder schreibt für sich alleine im letzten November hier erleben dürfen und auch so die Intensität, die du hast, auch bei den Spielfilmen. Also auch der Fabian zum Beispiel, der hat hier bei dem Filmfestival Türkei Deutschland damals den Preis gewonnen, den ersten Preis. Ja, hat mich sehr gefreut. Ja, wo konntest du leider nicht kommen. Aber und die geliebten Schwestern, da warst du das letzte Mal und das also vor der Eröffnung von dem Kinosaal hierher. Wie detailgetreu du aber auch, zum Beispiel das Druckgewehr, wenn man den Film sich anschaut, der dauert so an die 3 Stunden, aber jede Minute ist auch wahnsinnig spannend, weil du auch das so genau auch recherchierst, dass man das Gefühl hat, auch in die Zeit mit rein zu versetzt zu werden und über die du da halt inszenierst, fand ich jetzt. Ja, also irgendwie... Ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig, ich merkte natürlich, sagen wir mal, spätestens nach den Siegern und dann noch ein paar anderen Exkursen in den Thriller, merkte ich, dass das irgendwie nicht das einzige Geschäftsmodell sein kann, mit dem ich arbeite. Weil das irgendwann schieben sie dich dann irgendwo auf ein Gleis und sagen, so, jetzt ist mal genug mit Tatort von ihnen. Ja. Insofern hatte ich ab den Siegern und dann immer mehr das Gefühl, ich muss vielleicht doch wieder zurück zu dem, was ich mal ursprünglich an der Filmhochschule wollte, was eher so in die französischere Richtung ging, und muss mir noch, wie soll ich sagen, also eine andere Auseinandersetzungsform mit Film auch nochmal überlegen. Und da kam dann also der großen Anteil daran hatte dann der Michael Alten, der Kritiker, der vor jetzt dann glaube ich bald 12 Jahre gestorben ist, der 10 Jahre jünger war als ich und der mit mir einen Film über meinen Vater gemacht hat, der ja auch Schauspieler war in den 50ern, 60ern und dann nochmal mit mir einen Film über München gemacht hat, so wie wir beide, er und ich, München sahen, und da habe ich plötzlich Erzählmöglichkeiten entdeckt, die ich ursprünglich mal im Kopf hatte und die aber durch die Arbeit mit dem Michael wieder, wie soll man sagen, wieder hochgeholt wurden. Ja. Und das, ich bin immer noch totaler Genrefilmer. Ich mache jetzt wieder ab nächste Woche einen Polizeiruf und freue mich tierisch drauf. Ja. Aber ich weiß natürlich, dass das eine Arbeiten ist in Deutschland auf so einer, das ist ja fast ein Armenhaus. Also da hat man wahnsinnig wenig Zeit, es wird immer weniger. Man muss es schon lieben, um das so, wie die Bedingungen sind, da zu machen. Ich mache es auch weiter, immer gerne, manchmal sogar lieber als alles andere. Aber was ich mir aufgebaut habe, eben durch die geliebten Schwestern, durch die Essay-Filme, die ganzen, es sind ja schon einige gewesen, und eben Fabian, das würde ich gerne noch ein bisschen weiter vertiefen. Weil ich wirklich das Gefühl habe, ich bin da jetzt auch nah dran. Also ich versuche nicht irgendeine Filmkunst zu imitieren, sondern ich komme vor allem beim Fabian auch mit der mit der mit der mit dem mit der
im Verhältnis mit der jeweiligen Vorlage, das war ja auch so eine große Vorlage wie den hatte ich ja noch nie, komme ich einigermaßen zurecht, sodass ich am Schluss das Gefühl habe, ja, geht schon. Ja. Das meine ich aber auch, also ich weiß nicht, ob Sie die Filme Gelegenheit hatten, die zu sehen oder so weiter und so fort. Ich finde, da bist du noch viel zu wenig in der, im Bewusstsein von vielen, was für tolle Filme du machst. Also danke dir dafür.